Ein wichtiger Faktor, der den Ultima-Preis beeinflusst, ist das Halving. Unter Halving versteht man einen Prozess, bei dem das auf dem Markt eingehende Angebot an Ultima-Tokens kontinuierlich halbiert wird. Das Hauptziel der Halbierung besteht darin, die Inflation der Kryptowährungen einzudämmen, indem die Ausgabe neuer Tokens reduziert wird. Der Halving-Prozess von Ultima erfolgt automatisch und ist in die Blockchain selbst integriert. Das geschieht einmal im Jahr. Zu Beginn des Projekts kamen 50 Ultima-Tokens täglich auf den Markt. Nach der ersten Halbierung sank ihr Volumen auf lediglich 25 Tokens. Danach wird es immer weiter sinken, bis die Ausgabe im Jahr 2028 nur noch einen Token pro Tag ausmacht. Dabei ist das Ultima-Angebot auf 100.000 Tokens begrenzt. Viele Kryptowährungen nutzen das Halving als Wachstumstool, wobei gerade bei Ultima die strengsten und leistungsstärksten Halbierungsregeln umgesetzt werden. Während das Bitcoin-Angebot alle 4 Jahre halbiert wird, geschieht es bei Ultima viel häufiger, nämlich einmal im Jahr. Das Halving ist ein unglaublich wirksames Werkzeug zur Angebotsreduzierung, das für ein echtes Aufsehen auf dem Markt sorgen kann. Schließlich versteht jeder Marktteilnehmer, dass bei sinkendem Angebot der Preis in der Regel deutlich steigt und es rentabler ist, einen Vermögenswert vor seinem Preisanstieg zu kaufen. Das Halving ist ein wichtiger Faktor für die Wertsteigerung, eine erhöhte Nachfrage und das wachsende Interesse seitens der globalen Krypto-Community. Es ist gerade dazu bestimmt, die Hyperdeflationsstrategie zu unterstützen, den Wert von Ultima auf dem Kryptomarkt zu stärken und zu steigern.